Hallo Freunde Videospiele und willkommen zurück bei Shovel Knight für die Wii U. Und ja, wir gucken uns King Knight an. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Apfelwal da unseren Trank geholt. Und was ihr nicht sehen könnt, auf dem Gamepad sieht man halt mein Equipment. Und da kann ich den quasi auswählen. Ha! Nach links gehen ist immer das erste, was man machen sollte. Neue Musik. Okay. Na gut. Immer schön Geld einsammeln. Wir wollen ja neue Sachen kaufen. Mir so ein komisches Relikt kaufen. Was ich nicht besitze, immer noch keins. Aber ich habe jetzt mehr Leben. Wow! Der Boss hat aber auch deutlich mehr Leben als der davor. Okay. Nein! Ah, okay. Das war blöd. Kann man den irgendwie kaputt machen? Nein. Nee, so rum. Sonst schmeiße ich ja alles aus dem Level raus. Ist ja auch doof. Oh mein Gott. Mäuse auf Propellern. Die sehen nicht so aus, als wenn sie gegen mich kämpfen wollten. Naja, wir haben keine andere Wahl. Hier kann man aber schon auch nach links gehen. Nein, kann man nicht. Sieht immer so aus. Und hier? Nee. Diese armen Mäuse. Hä? Können sie ja nicht springen? Ob ich das abwehren kann? Oh yeah. Das sieht nach einem Secret aus. Das sah schon irgendwie so aus. So, jetzt kann ich die kaputt machen. Ja. Natürlich gut Geld, jetzt habe ich aber da keinen Checkpoint. Ah, Moment. Da könnte doch ein Secret sein. Nein. Leider nicht. Hallo? Oh. Oh, der blockt. Ich muss quasi warten, bis er angreift. Oder, ja, so geht's auch. Ups, nein, ich habe meinen Trank getrunken. Jetzt bin ich unverwundbar. Ah, super. Also hoch und Y aktiviert den Trank. Verdammt, da hätte ich hochspringen können. Ne, den kann man nur einmal einsetzen, den Trank. Na, toll. Den Checkpoint lasse ich mal. Habe ich leider ein Secret verpasst. Kann man auf die Ah ja, kann man. So. Ist das ein Schatten von mir da? Wow, wow, wow. Passt perfekt. Kann ich irgendwas machen? Oh! Cool! Eine Schatztruhe. What the hell? Okay, er hat die besten Angebote. Das ist meine Kiste! Gib's mir einfach! Was ist denn? Feuerballstab. 1000. Habe ich. Nehme ich. Halte hoch und Y. Ah, der verbraucht Magie. Okay, er vermisst es schon. Warum verkaufst du es dann?
Ah, man muss einfach nur stillstehen. So, das heißt, ich kann jetzt Feuerbälle schießen. Tatsache. Und das verbraucht... diese Magie da oben. Nein. Okay. Auf den einen Rubin oder was das da ist, verzichte ich mal. Ja, yay. Ich weiß nicht, ob das stark ist, dieser Feuerball. Okay. Oh, hier geht's weiter. Ich dachte, das wäre hier ein Secret. Hm. Dann konnte ich nicht auch da hinten hingehen? Hier konnte ich auch hochgehen. Ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Den mach ich kaputt. Ich geh nochmal zurück. Oh, die Steine kommen nicht wieder. Gut, dass ich die nicht kaputt gemacht habe. Bam. Ah. Ah. Ja, hier haben wir wieder so ein Secret. Ah, noch eins. Na, kein komischer Händler in der Kiste, der mir Sachen verkauft, die ich gerade gefunden habe. Ja, ja. Ah, ich gehe nochmal weiter. Mal gucken. Kann ich hier noch weiter? Nö. Dann geht's runter. Yay. Wer macht eigentlich diese ganzen Haufen dahin? Hi. Wow. Wow. Ha. Oh, yeah, chicken. Schon wieder Checkpoint nach dem Checkpoint. Komm runter. Also diese Feuerbälle sind echt cool. So brauchen die vier Magie, Mana, whatever. Ein Apfel. Ah, die verstecken hier Geld hinter den Vorhängen. Dann haben wir wieder ein Secret. Noch ein Secret? Nein. Hier? Nö. Ah, da komme ich nicht hoch. Verdammt. Hätte ich auf einen von diesen Pferden springen müssen. Oh. Wow, wow. Hi. Ah. Ah, der braucht so lange zum Angreifen. Da kann ich mir ja Zeit lassen. Nein! Ich sollte ihn aber auch treffen. Oh, sehr gut. Ja, viel Kohle. Ah, da war wieder was. Noch ein Checkpoint. Hier ist ein Secret. Oh, wir kommen so nach links. Oh, Magie. Okay, ich kann nur 30 Magie haben, sehe ich gerade. Hm, das ist Magie. Hey, 23. So, Buch. Ah. Okay. Bisschen dancen. Ich glaube, ich muss das so machen. Ja. So läuft das doch besser. Erinnert so ein bisschen an die Mega Man-Blöcke. Die immer verschwinden, nur dass ich das hier selbst aktivieren muss. Ah. Boah. Ich krieg Leben.
Das sieht mir so aus, als wenn gleich der Bossraum kommt. Wie viel Leben, wie sie mir geben? Oh. Der Mini-Boss. Ach, ich versuche mich jetzt halt zu ducken. Gibt aber keinen Ducken. Oh. Noch mehr Chicken. Meine Güte. Oh, das ist so ein bisschen wie bei Mega Man. Diese Türen fehlen nur links und rechts. Ja, das sieht doch noch ein Boss aus. Thronsaal. Mhm, super Thronsaal. Ich bin ein Bube. Aha. Kein richtiger König bist du. Okay. Ich lasse es immer extra so ein bisschen länger, damit ihr das lesen könnt. Ich bin nicht so gut im Vorlesen. Die Gerechtigkeit der Schaufel. Okay. Oh, okay. Er hüpft. Er hüpft viel. Wow. Oh, dann hüpfe ich auf ihm. Oh. Oh mein Gott. Konfetti. Oh, oh, oh. Das Konfetti macht mir bestimmt was. Wow, okay, verdammt. Aber schwer ist er jetzt nicht wirklich. Bam! Die Krone! Nooos! Verdammt. Ich lebe noch. Das war meine Heldenfahrt. Interessant. Kriege ich jetzt Mega Man-Style so eine Fähigkeit von ihm? Nö. Und ich gehe wieder schlafen. Dann machen wir natürlich ja das Feuer wieder aus. Ich hier noch. Okay. Hui. Oh, wieder viel Geld. Kann man viel ausgeben. Ja, was ist das? Okay, das ist so ein bisschen wie Mario Land 3. Ja. Das ist so eine Challenge quasi. Gab's ja bei Mario Land 3. Ach, Mario Land. Nee, Super Mario Bros. Das für ein NES, meine ich. Die Karte erinnert auch ein bisschen daran. Jetzt fällt es mir erst auf. Mehr Geld zum Ausgeben, umso besser. Das war's? Okay. Okay, ich vermute mal, die passieren öfter. Und jetzt gibt's hier auch so einen Shortcut zum Dorf. Und ja, ich sag mal, ich mach mal hier jetzt Schluss. Ich werde noch ins Dorf gehen und ein paar Sachen kaufen. Und dann in der nächsten Folge gehen wir zu Spectre Knight. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Like ist immer nett. Und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.